Damit hallo und herzlich willkommen im Minental bei der 5-Mann- bzw. 4-Mann-1-Frau-Armee. Darauf habe ich mich seit Anfang an schon so ein bisschen gefreut, weil ich habe mir überlegt, im Minental kann man ja mit Bilgot und Diego schon alleine unterwegs sein. Und jetzt mit Matt und Tore auch noch dazu. Ich glaube, das wird ziemlich lustig. Diego alleine ist schon so stark, Ein Mistvieh dass er weniger. das Minental auch locker alleine plündern könnte. Da bräuchte er nicht mal mich dazu. Und jetzt auch noch der Held mit der Klaue. Und Matt und Tora. Also, wenn Diego sich jetzt nicht beschweren würde, Mistvieh weniger. sobald man zu nahe rangeht an die Ork. Also an die Ork-Barriere beziehungsweise an die Festung, dann könnte man das gesamte Minental hier plattwalzen, wenn man will, wenn man wollte. Ich werde auch ein bisschen was Zusätzliches mitnehmen. Also mein Plan ist jetzt mit Diego, Matt und Tora es eventuell zu schaffen, ins Lager der Sektenspinner zu gehen. Das wird allerdings schwierig. Das wird allerdings ziemlich schwierig, weil das Lager der Sektenspinner ist in der Nähe der Ork-Barrikade und da geht Diego nicht mit hin. Die einzige Möglichkeit, die ich eventuell habe, der Grund, warum ich da runter will, das gibt es zum einen wieder, das Lager der Sektenspinner, und das ist voller Orks. Und jetzt habe ich vergessen, was ich gerade eben sagen wollte. Die Sache ist halt nur, wenn man zu nah an die Ork-Barriere rangeht, sagt Diego halt irgendwann mal: Moment mal, so haben wir nicht gewettet. Ich habe dir gesagt, wir gehen nicht in die Nähe der Ork-Barriere. Jetzt habe ich Diego aus Versehen getroffen, sorry. Jetzt habe ich ihn aus Versehen getroffen, tut mir leid. Und Diego sagt dann halt irgendwann: Ja, wir gehen jetzt hier nicht mehr weiter. Deswegen probiere ich mal über Lestas Felsenfestung dazu gehen. Ich sage immer Lestas Felsenfestung, weil man ja am Einser mit ihm zusammen diese Festung plattgewalzt hat für den Fokus und die Besitzurkunde. Und es könnte eventuell klappen, dass ich in der Nähe des Feuerdrachen über die Brücke, falls es die noch gibt, Richtung Festung gehen könnte. Richtung Festung gehen könnte und es vielleicht dann schaff, Richtung Sektenspinnerlager zu gehen. Das weiß ich aber noch nicht. Jetzt ziehen wir erstmal mit der Armee hier durchs Minental durch. Die Kohle könnte ich auch mal mitnehmen für die Regeneration dann. Ich glaube, allein wenn ich die Felle an Bossberg gebe, habe ich schon so viel Gold beieinander, dass ich mir die Regeneration locker kaufen kann. Nach links oben gehe ich jetzt nicht, weil Diego da nicht mit hin will. Also gehen wir erstmal hier lang. Diego? Feuer frei! Nein, schieß auf das Viech, Diego! Okay, Bilgot ist unsichtbar. 4 Stück, alle Leute da, weiter geht's. Vielleicht schaffe ich es auch ein bisschen vorsichtig noch mit Heiltränken zusammen, wobei die Schwachen brauche ich irgendwann nicht mehr. Sobald ich die Regeneration habe, hat sich das Thema eh erledigt. Wie sieht es denn eigentlich aus? Ja, so ungefähr 8000 Erfahrung, das ist jetzt nicht so viel. 8000 Erfahrung, das ist die Eskorte hier fertig, dann ist das Level da. Dann habe ich genug Lernpunkte. Genau, ich habe gerade 47 und dann lerne ich die Regeneration. Um das Gold mache ich mir jetzt eigentlich auch keine Sorgen. Jetzt überlege ich mal, wie ich laufe. Ich könnte da lang gehen, da komme ich irgendwann bei Coverlorn. Ich gehe aber lieber hier lang. Dann kann ich hier hinten bei den Banditen in der Höhle da hinten vorbeigehen. Und kann dann von da aus Richtung Coverlorn gehen. Ja, ich habe ja gerade ziemlich viel darüber geredet, wo ich hin will und was ich eigentlich machen will. Es ist natürlich immer ein bisschen blöd, weil ich habe in meinem Kopf drin, habe ich so eine Route, die ich abgehe. Und die sieht ja keiner von euch. Deswegen denkt ihr euch wahrscheinlich, wieso gehst du denn nicht einfach so und so lang? Aber ich glaube, ich habe einen Plan. Ich sehe zwar nicht so aus manchmal, aber ich glaube, ich habe einen Plan.
Das habe ich meinem Dozenten beim Studium auch mal gesagt. Da habe ich ihn auch mal irgendwelche Fragen gestellt, gerade bei diesen ganzen Mathe-Vorlesungen da. Und der hat sich auch anmerken lassen, ey Junge, wie kann man nur so blöd sein? Das habe ich euch jetzt schon 5-mal erklärt und du checkst es nicht. Ja, und da muss ich ihm auch zustimmen. Ich habe von Mathe einfach keine Ahnung. Das habe ich auf dem Livestream hin und wieder mal erzählt. Bei den Videos, glaube ich, habe ich es bisher noch nicht gesagt. Aber momentan studiere ich Videospielentwicklung an der Uni. Nur, dass ich mal alle auf den aktuellsten Stand gebracht habe. Hallo Tora! Eigentlich ist es ganz cool, weil deine Haare so auf dem Wasser gleiten würden. Aber du bist irgendwie einen Ticken zu hoch, kann das sein? Im Wasser. Ja, die müsste im Wasser noch so um 1/2 Meter nach unten gesetzt werden. Liebe Tora. Dann siehst du eigentlich ganz cool aus. Ja, wo war ich? Banditenschlachten, genau. Ach ja, wie mich mein Dozent da verarscht hat. Nein, Bandit, aber ich habe halt einfach keine Ahnung von Mathe. Oh, da schießt noch jemand mit dem Bogen auf mich. Beziehungsweise mit der Armbrust. Gott sei Dank habe ich zwischengespeichert, weil das ist so eine Stelle, wenn er dich da einmal, zweimal trifft, dann kippst du einfach tot um. Fernkampfwaffen sind dann immer saugefährlich. Hier müsste ich aber erstmal... Mein dämlicher Mistkerl, hier müsste ich aber safe sein. Okay, Diego steckt fest, es ist ein bisschen blöd, er macht nämlich ziemlich viel... Oh, Billgott kriegt aufs Maul. Ey, 20 Leute prügeln auf den einen. Danke, Diego, für deine Hilfe. Oh, da lebt noch einer. Okay, der kriegt seine Armbrust eh nicht weggesteckt. Ein dämlicher Mistkerl. Wie er ihn ausplündert. Gold. Das ist schon mal meins. Eine Waffe, nehme ich mal lieber. Gold. Das ist schon mal meins. Ja, und dann werde ich halt, dann wurde ich halt von meinem... Ich wurde nicht verarscht, aber er hat halt gemerkt, so nach dem Motto, wo ich das 5. Mal gefragt habe, ey, wie geht denn das und das in Mathe? Dann hat er schon so gemacht, so... Oh. Dann erkläre ich es ihnen nochmal. Tja. Das hat Mathe so an sich. Da ist nichts zu holen. Ja, wenn ich Glück habe, muss ich gar nicht mehr so tun, als ob ich das Mathe-Studium überhaupt noch schaffe. Weil irgendwann kann ich vielleicht berufsmäßig hier sitzen und Gothic spielen. Mein Gott, wäre das geil. Das ist halt viel, was wir auf dem Stream mal beredet haben. Und wer mag, kann ja beim Stream mal vorbeischauen. Also so um 18 Uhr bis ungefähr so 11/30 Uhr in der Nacht bin ich jeden Tag auf Twitch unterwegs. Und wer mag, kann ja mal reinschauen. In der Beschreibung ist der Link dazu. Da erzähle ich halt häufig über mein Leben. Und dann rede ich halt jetzt auch bei den Videos. Das ist auch ganz ungewohnt, dass ich gerade mit euch gar nicht reden kann. Und da erzähle ich halt dann beim Videos häufig von Wissen, dass die Leute nur wissen, wenn sie halt zufällig mal bei den Livestreams da waren. Das war's mit dir, du Mistvieh. Das konnte er so schnell gar nicht sagen, so schnell ich ihn umgebracht habe. Ja. Wie gesagt, wer mag, kann da mal vorbeischauen. Jetzt dürft ihr euch übrigens gleich nicht erschrecken, wenn ich da unten diese Truhe aufmache. Mich hat's da ein paar Mal so gerissen, weil der Sound davon so laut ist. Eiswelle. Der hier. Diesmal erschrecke ich mich nicht. Mich hat's da einige Male so gerissen, das war so ein Herzinfarkt. Ja, das ist halt die Truhe, die... Ja, Falle. Gut gemacht! Mein Gott, macht es Spaß, mit den Leuten hier unterwegs zu sein. Ja, und jetzt latsche ich noch ein paar Meter. Jetzt gehe ich Richtung Kavalorns Hütte. Nimm da den Lederbeutel für Kavalorn mit, hol den letzten Bericht ab, den ich für Garon brauche. Ja. Und dann ziehe ich noch ein bisschen weiter durchs Minental. Genau, ja, wo war ich gerade? Genau, wegen den Streams. Also wer mag, kann da mal vorbeischauen. Die Leute hinterlassen ja häufig Kommentare auf YouTube, das ist ja auch in Ordnung, die werden auch immer beantwortet. Aber wer halt mir direkt eine Frage stellen will, ist Discord oder... Der Stream halt ein bisschen leichter. Ey, Diego ist so ein Viech. Jetzt habe ich ihn aus Versehen getroffen.
Entschuldigung. Zum Glück haben die nichts dagegen, wenn man sie aus Versehen mal trifft. Und ich habe ja gesagt, eventuell habe ich ja Glück und muss bald nicht mehr so tun, als ob, wegen dem ganzen Studium. Weil vielleicht klappt es irgendwann, dass ich halt Gothic beruflich machen kann. Wer in der Beschreibung mal nachschaut, da ist auch noch ein zusätzlicher Link drin. Neben Twitch und Discord. Jetzt kann es sein, dass ich gleich sterbe. Und zwar... Kurz nur aufpassen, dass ich hier jetzt nicht verreck. Wunderbar. Sind alle tot? Ne, einer lebt noch. So. Puh. Da ist noch ein zusätzlicher Link drin, nämlich der... Oh ja, Diego wurde getroffen, der säuft ordentlich. Mein Gott, der trinkt aber ganz schön viel. Moment mal, der hat gerade 30.000 starke Heiltränke getrunken und ist noch nicht mal über der Hälfte. Nichts zu holen. Entweder hat er so unendlich viel HP oder die Heiltränke haben bei ihm einfach gar nichts gehalten. Okay, ist ja auch egal. Weil, wer in der Beschreibung guckt, wird noch einen zusätzlichen Link finden, nämlich den Link zu Patreon. Das ist dann so die letzte Plattform, auf der ich dann unterwegs bin. Die Leute haben mich mal gefragt wegen Twitter und Instagram und Facebook, aber das benutze ich alles nicht. Also diese Social-Media-Dinger sind eigentlich nicht so mein Fall. Jetzt ist halt nur noch Patreon dazugekommen, weil das wäre dann eventuell der Punkt, wo ich sagen könnte, jetzt würde es eventuell klappen. Wenn einige machen bei Patreon ja schon mit, das ist einfach nur eine Plattform, wo man alle paar Monate so einen bestimmten Betrag rüberschieben kann, so abgefangen ab 5 Euro zum Beispiel. Damit ich das halt vielleicht irgendwann mal beruflich machen kann, was jetzt vom Zeitaufwand schon zutreffen würde. Ich kann auch den Leuten schon mal sagen, vielen Dank. Ich werde mir auch irgendwann noch was überlegen, je nachdem wie weit die ganze Streaming- und YouTube-Sache hier geht, dass ich für die ersten Leute, die bei Patreon und bei Twitch abonniert haben oder so, dass ich für die noch was Besonderes mache. Ein Mistvieh weniger. Gerade für die Leute auf Patreon werde ich mir wahrscheinlich noch was überlegen. Jetzt gehen wir mal in die Richtung. Ich sage nur vielen Dank. Nochmal an die Leute und wie gesagt, wer mag, wegen Twitch, Discord oder Patreon, schaut einfach mal in der Beschreibung nach, da habe ich das alles verlinkt. Hin und wieder muss ich halt mal drüber reden und die Sachen so ein bisschen auch in den YouTube-Videos publik machen, weil ich halt häufig am Stream drüber rede. Aber jetzt fehlt mir einer. Ach nee, Matt ist nur unsichtbar. Jetzt habe ich eh vergessen, was ich sagen wollte. Ich muss mich nur alle paar Minuten mal umdrehen, weil ich meine, jeder, der Gothic mal gespielt hat, vor allem Gothic 3, der weiß, dass Begleiter sehr gerne mal verschwinden und dann nie wieder erscheinen. So ein dämlicher Mistkerl! So ein dämlicher Mistkerl! Was war's für dich, Junge? Habt ihr auch das Gefühl, dass Banditen euch immer treffen, das war's für dich, Junge. Egal auf wie viel Kilometer die auf euch schießen, die treffen euch einfach immer. Das ist schrecklich. So, zack, zack. Genau, ich habe nämlich ungefähr eine Route im Kopf. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktionieren wird, weil ich nach wie vor noch nicht weiß, ob ich ihn mit ins Sumpflager kriege. Wenn nicht, ist das auch kein Problem. Tora und Matt und der Held, die regeln das locker alleine. Aber es wäre trotzdem ganz cool, wenn Diego und Bilgot da auch noch mitgehen könnten. Einfach nur, weil ich das mag, mit so vielen Leuten unterwegs zu sein. Jetzt muss ich nur noch so tun, als wären die ganzen Leute, die mir gerade folgen, meine eigene Gilde. Das ist hier ein Feature, das ich in irgendeiner Gothic-Mod doch mal gern sehen würde. Man kann sich eine eigene Gilde machen, kann die ganzen Bürger, die in Kurines rumlaufen, die eh keinen Nutzen haben, außer die Hafenviertelbürger, die man dann verprügelt, die kann man dann alle rekrutieren, einen Namen geben, mit einer eigenen Gildenrüstung ausstatten und unterwegs mitnehmen und die Gilde aufleveln. Man kann sie auf Expeditionen schicken, dann kommen sie mit Erfahrung und Loot zurück und können aufleveln. Also solche Sachen. Das habe ich bisher in nur sehr, sehr wenigen Spielen gesehen. Tora ist noch da, oder? Ach, da vorne ist sie. Das wäre ein Feature, das ich noch richtig cool fände. Also mit Sicherheit auch nicht so leicht umzusetzen. Zum einen müsste man das ganze System umsetzen, dann müsste man die ganzen Leute vertonen. Also ist mit Sicherheit nicht so leicht. Aber hey,
freuen wir uns an der Auswahl, die wir... Die wir bei Gothic überhaupt schon haben. Bei so einem 15 Jahre alten Spiel, ist es 15, ich weiß gar nicht, bei so 15 Jahre alten Spiel, so viele Mods, wie wir hierfür haben, ist der Wahnsinn, was die Modder hier machen. Und auch nach so vielen Jahren noch. Das merke ich ja auch bei den Streams. Die Leute haben mir von Anfang an gesagt, wenn du dich nur auf Gothic konzentrierst, das ist einfach zu alt und ist zu unbekannt, da wirst du auf Twitch und auf YouTube nie so weit kommen. Da habe ich irgendwann gesagt, wartet ihr nur mal ab. Gut gemacht. Ein Drecksvieh weniger. Wartet ihr nur mal ab. Ich weiß gar nicht, warum Diego jetzt gesagt hat, gut gemacht, weil was den Goblin gerade getötet hat, war der Pfeil von Diego selbst. Also er hat sich gerade selber gelobt. Ach, Diego. Wahrscheinlich lobe ich ihn nicht häufig genug. Ich bin halt schon jemand, der nimmt Begleiter sehr gerne mit und lässt die auch mal mehr Arbeit machen, als überhaupt nötig wäre. Und vielleicht lobe ich sie nicht gut genug, das kann sein. Aber der Renderer macht hier die ganze Zeit meine Begleiter unsichtbar. Ihr seid schon noch alle da, oder? 1, 2, 3, 4, alle da. Was war denn das für eine Tagebuchseite? Da stand gerade was von Nefarius. Milton, unser einstiger Held... Ach ja, Milton und ich, wir haben damals verraten, genau wegen dem großen Erzhaufen, weil wir ihn kaputt gemacht haben. Barriere endgültig zerstört, Unglück hereingebrochen, Barriere war weg, alle den Verstand verloren, massakrierten sich gegenseitig. Heute Nacht werden sie bei Cavalorn in der Hütte bleiben und dann weiterziehen. Schrift, kaum noch ehemaliger Besitzer scheint Nefarius zu sein. Da guck an. Aber was wollten die denn machen, wenn die vom neuen Lager hier Unterschlupf gesucht haben? Wollten die ins alte? Das kann auch nicht sein. Ich hätte mal gedacht, dass die dann Richtung Pass laufen, oder? Wenn die Barriere auf einmal weg ist, dann laufen doch alle Richtung Pass. Wieso sind denn die Wassermagier dann von hier aus hier lang gegangen? Weil dann kommen sie doch beim Lager raus. Und das ist doch von den Gardisten, die ihnen feindlich gesinnt waren, besetzt. Also, wieso sind die denn hierher gelaufen? Wer weiß? Hallo Markus! Halt! Im Namen Inos. Ich bin Markus. Ich weiß. Paladin des Königs. Mhm. Sag, was du willst und sprich wahr. Tu ich immer. Bleib ruhig. Ich stehe im Dienst von Lord Hagen. Genau. Du gehörst zur Truppe. Welcher Befehl verschlägt dich hierher? Ich komme eigentlich von Garon. Das ist dann doch schon der letzte Bericht, den ich einholen muss. Ich komme von Garon. Er muss wissen, wie viel Erz zum Transport bereitsteht. Sagt Garon, dass ich die Schurfstelle verlassen musste, weil die Orkangriffe zu heftig wurden. Kann ich machen. Ich habe versucht, mit ein paar Leuten die Burg zu erreichen. Doch ich bin der einzige Überlebende. Mhm. Das Erz habe ich sichergestellt. Es sind 4 Kisten. 4? Geh zu Garon und berichte ihm. Mach ich. Sag ihm, dass ich das Erz mit meinem Leben schützen werde. Jawohl. Doch weiß ich nicht, wie lange es dauern wird, bis mich die Orks hier aufspüren. Mhm. Er soll mir Unterstützung schicken. Jawohl. Ich werde es ihm ausrichten. Ja, nettes kleines Detail. Er kriegt tatsächlich die Unterstützung. Wenn man Garon Bescheid sagt, der Markus steht hier übrigens, verteidigt es mit seinem Leben, wird es aber leider nicht lange schaffen, dann sagt der Garon, okay, ich schicke ihm 2 Männer. Und die kriegt er dann tatsächlich. Also wenn man später hier zurückkommt, dann stehen 2 Paladine bei ihm. Was ich ziemlich cool finde. Es hat halt keinen Sinn, aber es fühlt sich halt gut an, dass die Welt so ein bisschen auf Ereignisse reagiert. Dass solche Sachen passieren. Es würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn man ihm einfach sagen könnte, naja, der Weg zwischen Markus seiner Stelle und der Burg ist frei. Er könnte theoretisch einfach durchlaufen. Aber naja. So, jetzt muss ich mal überlegen, hier in der Ecke komme ich, glaube ich, gerade überhaupt gar nicht weiter. Weil rechts lang geht's zum Sumpfdrachen, da will ich noch überhaupt gar nicht hin. Und links rum geht's hoch zur Ork-Palisade, da geht, glaube ich, Diego gar nicht mit. Ich muss mal überlegen, ob ich jetzt überhaupt wirklich versuche, ins Sumpflager zu gehen. Weil hier wird er jetzt nicht mitkommen. Ich müsste jetzt ganz rechts an der Wand vorbeilaufen, dahin, wo ich Diego abgeholt habe.
bleibt er jetzt schon... Ist er unsichtbar oder bleibt er da unten irgendwo stehen? Ja, seht ihr, Diego bleibt da hinten sogar schon stehen. Das heißt, er geht gar nicht mit hierher. Bist du lebensmüde? Ja. Geh bloß nicht zu nah an die Burg. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, das bedeutet, in die Richtung geht er schon mal nicht mehr weiter. Wenn ich jetzt versuchen würde, Diego mit hin zu den Sektenspinnern zu nehmen, müsste ich jetzt den ganzen Weg, den ich gekommen bin, zurücklaufen, da wo ich Diego aufgegabelt habe. Und dann müsste ich versuchen, den Berg Richtung Feuerdrache hochzugehen. Da geht er ja, glaube ich, noch mit. Und dann über die kleine Ebene mit den Feuergolems, über die Brücke Richtung Lesters, Burg zu gehen. Und dann von da aus Richtung Sumpflager. Das werde ich aber nicht machen. Ich glaube, ich werde die jetzt dann zum Pass bringen und werde den Rest alleine machen. Unterwegs finden wir ja noch ein paar Viecher, die wir machen können. Aber ich glaube nicht, dass es geht, dass man Diego mit zu den Sektenspinnern nimmt. Das Lager gibt's ja. Das Sektenspinnerlager. Und das will ich auch auf jeden Fall vollständig erkunden, aber mit Diego zusammen wechseln wir mal wieder die Armbrust. So für ein bisschen Abwechslung. Mit Diego zusammen, glaube ich, geht's nicht. Ich glaube, ich krieg die da nicht hin. Also mit sehr viel... Mit sehr viel Einfallsreichtum wäre es vermutlich möglich, Diego mitzunehmen. Also mir fallen verschiedene Sachen ein, die ich machen könnte, wenn ich Diego unbedingt zum Lager der Sektenspinner schleifen will. Gut gemacht. Ein Drecksvieh weniger. Ein Drecksvieh weniger. Um ihm sozusagen um diese Barriere rumzukriegen, wo er dann einfach stehen bleibt und sagt, hey, ich will nicht zu nah an den Orkwall ran. Aber da fallen mir schon ein paar Sachen ein, wie das theoretisch funktionieren könnte. Die Ideen, die ich jetzt momentan habe, wäre zum Beispiel, mich in ein Tier zu verwandeln. Dann könnte es eventuell sein, dass die Odengardisten mit der alten Gardistenrüstung, dass mich Diego angreifen würde. Und dann könnte ich als verwandeltes Tier bis hin zum Sumpflager laufen. Mich dann dort irgendwo zurückverwandeln und dann mich von Diego schnell umhauen lassen. Dann wieder aufstehen und dann wäre er theoretisch im Sumpflager mit drin. Theoretisch. Ich könnte ihn auch einfach 2-3 Mal schlagen. Dann würde er mir wahrscheinlich folgen, ähnlich wie Laris, würde er mir wahrscheinlich folgen und mich verprügeln wollen. Und dann renne ich einfach komplett bis zum Sumpflager durch. Und, das ist alles nur Mutmaßung. Also, mal gucken. Ich könnte mal versuchen, da geht Diego auch nicht mit hin. Ich könnte mal versuchen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. Aber zwei, drei Ideen hätte ich. Den da unten mit hinzunehmen, weil es halt hauptsächlich, was ich halt gerade am Überlegen bin, weil Diego halt an bestimmten Punkten einfach sagt, okay, da komme ich nicht mit hin. Und mit ganz viel Einfallsreichtum kriegt man ihn überall hin. Wenn man will. Zack, zack. Mistvieh weniger. Na, wenn sie mich mal treffen, tut's schon weh. Wenn sie mich mal treffen, tut's schon weh. Aber vielleicht ist es auch klüger, mit Diego und den ganzen Begleitern jetzt nicht unbedingt ins Lager der Sektenspinner zu gehen. Einfach auch deswegen, weil das Lager da unten doch ziemlich viele Stellen hat, wo man hochspringen müsste oder hochklettern müsste und so. Und das ist mit Begleitern nicht so cool. Seht ihr, mit wie viel HP ich... Ich habe mit 3 HP überlebt. Das war ein enges Ding. Ach komm, ich brauche mich nicht zu heilen. Komm, wir machen das jetzt einfach ohne zu sterben. Jetzt blute ich zwar den ganzen Boden voll. Kann man das nicht eigentlich in den Einstellungen hier irgendwie verändern?
Quicksilber-Zufallsschlösser. Irgendwo konnte man das mit dem Blut nicht mal ändern. Ich glaube, das hat mal eine Mod gemacht. Blutdetails hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf wenige oder mehrere umschalten müsste, dann glaube ich, blute ich. Genau, jetzt blute ich den Boden nicht mehr voll. Weil nur auf der allerhöchsten Stufe von den Blutdetails hinterlässt man diese Blutspur da auf dem Boden. Eigentlich könnte ich es so lassen, weil ich mag das immer nicht, wenn ich den ganzen Boden da voll blute. Zack! Das war's mit dir, du Mist. Ja, jetzt wird's interessant. Jetzt kippe ich eventuell um und jetzt kommt wahrscheinlich der Punkt, wo ich dann gesagt hätte, hätte ich nur mal doch mich voll geheilt, aber mal gucken, ob das was wird. Ja, wenn Diego hinten schön reinballert mit dem Bogen, dann kann er richtig schön viel Schaden machen. Die schaffen den, oder? Der hat Tora getroffen. Ein Mist, wie sieht Tora aus? Ja, es geht. Tora überlebt mehr, als ich dachte. Mir wurde auch mal gesagt, naja, du kannst ja Tora zum Beispiel mal einen Bogen geben. Aber ich warte, bis die mindestens Meisterskill haben. Weil die werden vermutlich echte Pfeile verbrauchen. Diego hat, glaube ich, unendlich viele Pfeile. Aber ich denke mal, die würden jetzt Pfeile verbrauchen, wenn ich raten müsste. Ich kann mal schauen, ich habe 300 Bolzen. Wenn, dann gebe ich ihnen eine Armbrust oder so. Oder die Pfeile. Ich warte aber mal, bis ich einen besseren Bogen kriege. Abgesehen davon haben die eh noch nicht genug Stärke und Geschicklichkeit, um irgendwas Gutes tragen zu können. Jetzt gehen wir mal hier gegen die Wand. Die dürfte mich eigentlich nicht treffen. Okay, zwei prügeln noch auf mich ein. Das heißt, die kümmern sich alle gerade um denselben Ork. Das sollte eigentlich hinhauen. Oh, dieses Rückwärtslaufen ist so eine gute Taktik. Okay, kommt da irgendjemand bis zu mir durch? Nee. Ich helfe mal Tora. Jetzt habe ich Bilgot getroffen. Ja, also es ist ganz cool, mit den vielen Leuten unterwegs zu sein. Aber es wäre halt noch cooler, wenn man die nicht in den Fokus nehmen könnte. Ich denke mir mal, das ist nicht so einfach, das zu programmieren, weil ich glaube, ich habe das in der letzten Folge schon gesagt. Ich habe bisher nur bei Returning, der Mod, die Option gesehen, dass man freundliche Ziele oder Kleintiere oder tote Ziele oder so nicht mehr in den Fokus nehmen kann. Das würde jetzt den Kampf mit so vielen Begleitern um einiges leichter machen. Das würde jetzt zum Beispiel... Ja, ich habe auch den... Ja, das ist schon mal tot. Das würde den Kampf hier um einiges leichter machen. Vor allem, wenn man Tora und Matti wirklich die ganze Zeit dabei hat, dann irgendwann trifft man sie einfach. Ich hab gehofft, der Orkhund ist nicht mitgekommen. Okay, wenn ich noch einmal sterbe, dann heile ich mich. Aber vielleicht geht's. Ich bin einfach so geizig, Heilungs-Items auszugeben. Okay, jetzt heile ich mich. Ich dachte nicht, dass er gleich zuschlägt. Ich dachte, er geht vielleicht nochmal rückwärts, aber alles klar, jetzt heile ich mich. So, das ist genug geheilt. Damit überlebe ich jetzt einen Schlag und das reicht völlig. Ach, schön. Ein Mist viel weniger. So, den auch noch, um auf Nummer sicher zu gehen. Vielleicht kann Diego den schneller schießen. Ach, daneben. Beziehungsweise getroffen. Gut geschossen, Diego. So, 1, 2, 3, 4, 5, alle Leute da. Es macht so Spaß. Könnt ihr jetzt natürlich sagen, naja, wird es dadurch nicht ein bisschen leicht. Aber man kann mit Diego oder man kann auch alleine das zweite Kapitel Minental locker säubern, wenn man das will. Es würde nur ein bisschen länger dauern, aber es ist auch möglich. Mit mehreren Leuten macht es ja nur umso mehr Spaß. Mal gucken, das wird jetzt ziemlich gefährlich. Wenn Diego jetzt nämlich auf den Drachensnapper schießt,
und Schaden macht, dann kommen die anderen auch alle. Jetzt greifen die nämlich alle Diego an. Wieso hatten der jetzt mich an? Habe ich den getroffen? Hier. Wieso hatten der jetzt mich angegriffen? Komm, das probieren wir gleich nochmal. Sollte ich mich vielleicht ganz voll heilen? Das hier oben ist nämlich eine ziemlich heftige Stelle. Ich weiß nicht, wie viele Drachensnapper das insgesamt sind. Ich würde mal sagen, so 6 oder 7 Stück. Es kann auch sein, dass Diego sich jetzt nicht mehr selber heilt, weil er keine Heiltränke mehr hat. Er hat ja vorhin, glaube ich, schon aufgehört, sich voll zu heilen, einfach weil ihm die Heiltränke ausgegangen sind. Aber das kriegen wir schon hin. Er ist halt häufig der Erste, der Schaden kriegt, weil er halt der Einzige ist, der mit dem Bogen schießen kann. Das heißt, wenn jetzt der einmal getroffen wird, greift er halt Diego an. Ja, jetzt habe ich Bilgot auch wieder aus Versehen getroffen, also die kippen jetzt gleich um. Und das da vorne wird die schwierige Stelle. Seht ihr die ganzen Drachensnapper? Die beste Möglichkeit, die mir gerade einfällt, ist, die ranzuholen. Dann irgendwo in Sicherheit zu gehen und zu hoffen, vielleicht hier oben. Genau, jetzt müssten die alle mich angreifen. So, und jetzt irgendwo hier in Sicherheit. Oh shit, die sind alle hier oben. Ich habe eigentlich das so geplant, dass ich die angreife, dass die mir dann folgen, dann irgendwo unten stecken bleiben. Und dann können meine Begleiter die kaputt machen. Das ist aber eine ziemlich gefährliche Stelle hier. Ein Mistvieh weniger. Ich müsste nur irgendwo in Sicherheit kommen. Schaut, das sind so viele Drachensnapper. Eiswelle macht auch keinen Sinn, weil ich dann meine ganzen Begleiter treffe. Das ist aber das Einzige, was mir einfällt. Ich muss aber richtig nah ran, dass die mich auch angreifen. Vielleicht könnte ich die von hier oben auch... Ah, Moment mal, das könnte funktionieren. Jetzt habe ich eine Idee. Jetzt müssten die eigentlich alle kommen. Und jetzt könnte ich hier oben kurz warten, bis meine Begleiter die... Oh shit. Sehr schön, das waren jetzt aber nur 2 Stück, kann das sein? Wo sind denn die ganzen anderen hin? Ah, verdammt. Okay, es sind zumindest schon mal 2 tot. Das hatte ich eigentlich ein bisschen anders geplant. Ich hatte geplant, dass die alle gleichzeitig kommen. Jetzt habe ich auch keine Magie mehr, um die ranzulocken. Hätte ich mal die ganzen Feuerbälle und Feuerpfeile nicht verkauft, die wären jetzt nämlich perfekt. Dann könnte ich die jetzt nämlich locker ranlocken. Ja, und ich denke, mit meiner Armbrust kann ich mir das sparen, da drauf zu ballern. Ich kann es mal versuchen, aber das werde ich mir sparen können. Genau. Einmal getroffen, das ist, was ich wollte. Und jetzt, genau, hier oben. Hier sollte ich safe sein und jetzt kann ich nur hoffen, dass die das alle überleben. Wo sind denn die anderen schon wieder? Ein Mistvieh weniger. Hä? Das waren doch 3 Drachen. Ach, die sind nach da hinten gelaufen. Oh, geht mal schnell da weg. Aber seht ihr, jetzt ist es schon wieder einer weniger. Langsam aber sicher kämpfe ich mich da oben durch. Alleine ist es ein bisschen leichter. Da kann man die alle ranlocken, dann da hochspringen und dann mit der Armbrust oder so runterschießen. Aber mit Begleitern ist halt gefährlich. Und Bilgot ist tot. Ja, das ist nämlich genau das, weil Bilgot ist nämlich eine ganz schön arme Wurst. Der wird mit seiner Milizrüstung einmal angebissen und kippt tot um. Okay, greift mal mich an. Ja, Diego, wenn der von hinten mit dem Pfeil schießt, dann macht er den maximalen Schaden. Das ist gut. Das gefällt mir sogar viel besser, als wenn der in den Nahkampf geht. Ja, der kippt auch bald um. Aber genau so wollte ich das haben.
Genauso wollte ich das haben. Seht ihr, dass dieses Gebiet hier oben, normalerweise gibt es das Gebiet hier oben nicht. Das heißt, auch jetzt befinde ich mich in einem neuen Gebiet. Oh, das Gebiet da oben gibt's sogar auch. Also normalerweise ist in Gothic 2 hier ein großer Fels und hier geht's gar nicht weiter. Aber offensichtlich geht's jetzt hier nach links und nach rechts weiter. Da guckt mal einer an. Eigentlich wollte ich Diego und Bilgot zum Pass bringen, aber es dauert wohl noch ein bisschen. Ja, was haben wir denn hier? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, hier ist ein schwarzer Troll. Oder irgendein Troll. So wie in Gothic 1. Jetzt habe ich Matt wieder getroffen, Entschuldigung. Jetzt habe ich eiskalt Bilgot umgenatzt. Soll ich mal gucken, ob Bilgot... Was könnte er denn tragen? Vielleicht ein Langschwert. Schauen wir mal, ob er es aufnimmt. Ich habe ihn aus Versehen getroffen, das tut mir fast schon ein bisschen leid. Schauen wir mal. Nimmt das auf? Tatsächlich. Rüstet er es auch aus? Ah, okay, er kann es nicht ausrüsten. Das heißt... das sieht ganz gut aus. Das heißt, er hat nicht... Was waren das? 80 Stärke oder so. Ich meine, ich hätte jetzt nicht neu laden müssen, aber ich kann irgendwie nicht mit der Schande leben, ihn aus Versehen getroffen zu haben. Das war's mit dir. Und da vorne liegt sogar ein Monsterschrumpfen. Das ist halt wie in Gothic 1. Da lag nämlich auch ein, genau, Monsterschrumpfen lag der. Da lag auch ein Monsterschrumpfen. So, jetzt kann ich langsam mal an eine Fackel denken. So, alle da, geht's euch allen gut? Ja, allen geht's gut, weiter geht's. Ist hier ein Troll? Könnte sein, dass ich noch zu weit weg bin. Ist hier ein Troll? Nee. Oh doch, da hinten steht einer, ja. Ganz in alter Gothic 1 Manier. Okay, ein paar Leute konnte ich aufhalten, aber nicht alle. Ja, wobei, Monsterschrumpfen nehme ich bestimmt nicht her für den Troll. Zum einen ist ein Troll nicht so schwierig und zum anderen könnte es sein, dass das Monsterschrumpfen bei Drachen funktioniert. Da ist nichts zu, nichts zu. Und ich muss mal überlegen, ist den Felsendrachen werde ich alleine machen? Ich glaube, dass der Felsendrache der einzige Drache im gesamten Spiel ist, den ich alleine machen muss. Ich weiß nämlich nicht, ob Matt und Tora Leitern wirklich benutzen können. Weil ich brauche ja eine Leiter, um an den Felsendrachen ranzukommen. Autsch! Entschuldigung, Tora. Ja, dafür gebe ich nämlich kein Monsterschrumpfen aus. Das war's mit dir, du Mistvieh. Keine Ahnung, was das jetzt gemacht hat. Normalerweise macht ja die Winde da vorne den Weg nach da oben auf. Schauen wir mal. Ich meine, ganz eigentlich müsste man ja sagen, dass jetzt der Weg da oben zu sein müsste. Weil in Gothic 1 hat man den ja mit Diego zusammen aufgemacht. Und seitdem war hier wahrscheinlich keiner. Wieso sollte den wieder jemand zumachen? Also eigentlich müsste der Weg jetzt zu sein, wenn man es ganz genau nehmen würde. Aber wer nimmt es schon so genau? Kommt, Leute, macht sie platt. Ja, das ist kein gutes Gebiet für Begleiter. Die kommen hier nicht gescheit durch. Lasst ihr Bilgot in Frieden! Jetzt ist Bilgot schon wieder tot. Ich wusste es. Ach, und dieser Habien, dieses Geschrei. Ja, das ist ein bisschen blöd, die lebendig da hochzukriegen. Ich kann den jetzt nicht allen einzeln sagen, ja, bleibt mal da unten stehen. Ist das überhaupt die beste Armbrust? Ja, ich will jetzt keine teuren Bolzen verbrauchen. Die Armbrust ist jetzt natürlich ziemlich kacke, aber... Ja, da kommen sie nicht hoch.
Komm, komm, hoch da, wir müssen mithelfen. Lass Diego in Ruhe! Das war's mit dir, du Mistvieh. Nichts zu plündern. Also, wir hatten einen Lederbeutel. Das Ding kann ich nicht benutzen. Und ansonsten nichts Interessantes. Ich muss so schnell wie möglich wieder runter, weil irgendjemand steckt, glaube ich, noch im Gang da drin fest. Genau, Tora. Und wenn die zu lange versuchen, an den Spieler ranzukommen, wenn die irgendwo feststecken, dann laufen die manchmal ganz komische Wege. Dann wäre die jetzt da unten irgendwie an der Wand entlang gelaufen und wäre, was weiß ich, wohin gelaufen. Die hätte ich wahrscheinlich nie wiedergefunden. So, alle da. Eins, zwei, drei. Ja, alle da. Und jetzt gucke ich mal, was da links den Weg runter ist. Da war ja in Gothic 1 alles voller Banditen. Und es wurde ja nie wirklich genutzt, sag ich mal. Das waren ja, diese Banditen, die da unten standen im Einser, waren ja nie für irgendeine Quest wichtig. Das war, glaube ich, mal geplanter Content, der aber nie umgesetzt worden ist in Gothic 1. Das ist ähnlich, wie wenn ihr euch an den Altar im Sumpf erinnern könnt. Unten neben dem Nager der Sektenspinner ist mitten im Sumpf so ein Altar mit so einer Kugel drauf, der leuchtet. Also der Altar leuchtet und die Kugel, glaube ich, auch. Das war auch mal geplanter Content, der aber dann nie umgesetzt worden ist. Da kann man nur mutmaßen, was es mit diesem Altar auf sich hat. So, 1, 2, 3, 4, alle Leute da, gucken wir uns mal an, was da unten drin ist. Und dann packe ich die Leute schon ziemlich bald zum Pass. Diego und Bilgot. Irgendwann kippe ich um. Wenn ich mich die ganze Zeit nicht heile, dann kippe ich irgendwann um. Ja, Diego kippt dann auch gleich um. Vielleicht schaffe ich es noch, ohne ihm einen Heiltrank zu geben, weil... Man hat es ja vorhin gesehen. Der hat schon gute Heiltränke getrunken, aber... keine Chance, den hochzuheilen. Der hat so viel HP. Scavenger am Drehspieß. Mal gucken, was hier unten so los ist. Ich meine, eigentlich muss hier unten ja nichts Besonderes sein. Das ist jetzt kein besonderes Gebiet, sage ich mal. Es wurde jetzt halt in der Nostalgic Edition wieder eingefügt, aber an sich ist es hier kein tolles Gebiet. Schauen wir mal. Ja, bisschen Schinken, bisschen Fackel, bisschen Gold. Und hier ist nichts mehr. Ja, geplanter Content. Hier könnte man zum Beispiel die Steine entfernen und könnte hier noch eine Mine reinmachen vielleicht. Es gibt mit Sicherheit schon so fertige Minen. Es gibt ja so eine Modder-Datenbank. Da bedienen sich einige Modder für Gothic draus. Da sind so fertige Welten drin. Die können sie dann rausnehmen aus der Datenbank. Dann haben sie schon mal eine ganze Mine zum Beispiel oder eine ganze Welt fertig. Und die können sie dann nach ihrem Belieben irgendwie anpassen, wenn sie das wollen. Und da würde jetzt eine Mine sogar noch passen. Einfach die Steine entfernen und eine Mine rein. Also nicht jetzt in der Nostalgie Edition, sondern allgemein. So in Gothic 2, falls irgendwer mal eine Mod machen will. Eine Mine wäre da bestimmt ganz lustig. Was heißt ganz lustig, aber... Das hat sich gerade irgendwie so ergeben. Vielleicht war das ja geplant, damals in Gothic 1. Ich muss nur mal immer hin und wieder mal auf Tora gucken. Die ist ja ein bisschen langsamer als die anderen. Die bleibt dann auch gerne mal irgendwo stecken. Oder ist sie nur unsichtbar? Nee, Tora ist... hier ist sie. Das ist mir nur so aufgefallen, weil hier hinten... Das hätte ganz gut gepasst. Vielleicht war das ja der Content, der hier gedacht war. Mit der Mine. Und dann ist in der Mine sozusagen, wenn man da rein... Hier unten hätte reingehen können, alles voller Banditen. Würde halt bei Gothic 1 dazu passen. Naja. So. Jetzt überlege ich mal, was ich mache. Also, der Pass ist ja jetzt hier direkt um die Ecke. Ich glaube, ich werde Bilgot und Diego am Pass jetzt abliefern und dann mit Tora und Matt weiterziehen. Wobei ich könnte, weil...
Ach, jetzt fehlt mir Billgott, oder ist der unsichtbar? Oh shit, jetzt ist Billgott weg. Ach nee, Billgott ist nur... Ach Gott, dieser Renderer. Er ist nur unsichtbar, okay. Ich könnte jetzt noch das Sumpflager machen. Da sind sehr viele starke Orks allerdings drin. Genauso könnte ich den Untoten... Also den Ork-Friedhof machen und die neue Mine. Da ist allerdings alles voller Orks. Das ist zwar machbar, aber ich könnte das auch machen, wenn ich zur Drachenjagd zurückkomme. Und wisst ihr was? Ich glaube, das mache ich auch. Ich könnte mich jetzt sozusagen so ein bisschen durchbeißen durch die Gebiete oder ich komme einfach im nächsten Kapitel zurück. So viel Unterschied ist es eigentlich gar nicht, weil im nächsten Kapitel, wenn ich jetzt zurückgehe, das sind vielleicht 2 oder 3 Level mehr Unterschied jetzt. Zwischen jetzt und wenn ich zur Drachenjagd zurückkomme. Also ich glaube, ich werde die jetzt abgeben. Am Pass. Dann... Lässt du Diego in Frieden? Ich werde die jetzt am Pass abgeben, dann lasse ich Tora und Matt am Pass stehen. Teleportiere mich zurück in die Burg, gebe die Berichtsquests ab. Und dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Starten das nächste Kapitel und machen das gesamte Minental mit allen neuen Gebieten. Hallo Dan. Das ist übrigens der von dem mir Brutus in der Burg erzählt hat. Der die Kasse hat mitgehen lassen mit dem ganzen Schmuck. Und dann, wenn ich zur Drachenjagd zurückkomme, mache ich das gesamte Minental. Ja, ich glaube, das ist eine Idee. Dann bin ich nämlich in der nächsten Runde auch dann ein bisschen stärker. Weil wenn ich an das Sumpflager denke, das ist schon interessant, das zu erkunden. Es läuft mir aber nicht davon und da ist alles voller Orks und Ork-Elite-Viechern und sonst was. Also schadet das überhaupt nicht, wenn ich das dann später mache. Wenn ich da ein bisschen stärker bin, würde ich sagen. Jetzt kann ich übrigens die Regeneration lernen. Ich brauche noch irgendwie 1000 Erfahrung. Die kriege ich jetzt, glaube ich, allein schon davon, dass ich jetzt da oben die restlichen Orks fertig mache und mit Diego bei ihm dann die Erfahrung kriege. Und dann habe ich die Lernpunkte beisammen. Das Gold sowieso. Mir fehlen noch 6000 Gold. Wenn ich das Zeug jetzt hier verkaufe, was ich gefunden habe, die ganzen Lederbeutel aufmache, dann ist das Gold auch da. Spätestens, wenn ich die Fälle bei Bosbar abgebe. Dann gehe ich zurück nach Corinus und lerne auch die Regeneration. Und dann werde ich da nicht sogar schon bald Paladin? Stimmt, ich komme als Paladin sogar zurück. Dann kriege ich die Ritterrüstung. Komme als Paladin zurück und kann dann auch schon Paladin-Magie. So, da sind wir. Jetzt mach, dass du wegkommst. Die Gegend ist heiß. Ich danke dir. Lass dich nicht fressen. Wäre schade drum. Leb wohl. Da freue ich mich sogar richtig drauf, weil die Paladin-Magie sehe ich ja nie. Ich spiele praktisch nie Paladin. Übrigens, dass Billgott hier unten schon sozusagen entlassen werden kann, ist auch neu. Normalerweise kann man ihm, glaube ich, erst da oben an der Mine Bescheid sagen. Und Diego spricht... Billgott spricht mich jetzt früher an, aber Diego nicht. Ich gehe auch mit Diego erstmal dahinter und schick ihn da dann weg, weil man kann im Originalspieler, glaube ich, auch 2x Erfahrung rausholen. Wenn man mit Diego jetzt nicht an die verlassene Mine geht, wenn ich da zu nah rangehe, dann spricht er mich, glaube ich, an und sagt, alles klar, wir sind da. Aber wenn man mit ihm erst an die Austauschstelle geht und dann mit ihm noch zurückläuft zur verlassenen Mine, dann kann man 2x Erfahrung rausholen. Ich speichere das jetzt auf jeden Fall mal ab und mache dann mit Diego in der nächsten Runde noch die Austauschstelle und dann genau wie ich es gesagt habe. Quest abgeben, zurück, Paladin werden, Auge Innos heilen und so weiter und so fort. Und dann sind wir bald schon wieder im Minental auf Drachenjagd und gucken uns mal die ganzen neuen Gebiete an. Ich würde mal sagen, genau so mache ich das. Liebe Leute. Das war's! Die 5-Mann- bzw. 4-Mann-1-Frau-Armee ist durchs Minental gerollt. Ich hätte gern mehr gemacht, aber Diego sagt dann halt irgendwann, jetzt ist dann auch mal gut. Er geht halt nicht so nah an diese Gebiete ran. Das passt auch schon. So lasse ich mir für später, fürs Kapitel 4 ist es dann, glaube ich, noch ein bisschen was übrig.
Von daher würde ich sagen, wir machen jetzt mal Schluss, sehen uns dann eventuell wahrscheinlich gleich wieder auf dem Stream. Beziehungsweise morgen oder wann auch immer. Zu noch mehr Gothic, beziehungsweise gerade ja Kingdom Come Deliverance, aber bald schon wieder Gothic. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Runde, wenn wir uns auf YouTube wiedersehen. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Ich überlege gerade nach einem Gothic-Zitat. Aber ich habe die fast alle schon verwendet. Falls euch was einfällt, sagt mir mal ein paar Gothic-Zitate, die dir noch passen würden. Weil, passt auf eure Rücken auf, habe ich schon verwendet. Und möge der Schläfer mit euch sein. Ach komm, bevor ich noch mehr Unsinn rede, würde ich einfach sagen, der haut einfach ab.